dann fangen wir mal an und ein paar Villager zu breeden. Zack. Alle am Schlaf. Weg. War ich nicht. Wo geht mein Jetpack nicht mehr an? Hi. Ich meine, schlimm, ich kann mich auch hier eben hinlegen, ne? Das ist jetzt das kleinste Problem, aber ich will gerne wieder hochkommen. Moment, wir gucken uns mal im Tier an. Ah, ist hi. Denn wir müssten uns mal eben kurz. Eben Chicken Food machen. Und Egg, genau das brauchen wir. Wir brauchen 4 XP-Bucket. Das sollte ja kein. Oh, wir haben ihn schon aufgenommen. Ach so, okay. Ja. Okay, dann können wir uns direkt zum Breeder eigentlich machen. Breeder. Weil der müsste theoretisch da reingehen. Haha. Ich weiß nicht, ob ich einen brauche oder zwei. Das ist gerade mein Problem. Wenn ich zwei brauche, muss ich natürlich noch einen holen. Dann muss ich aber nochmal eben die Einstellung hier einstellen. Die Einstellung einstellen, ja. Oh, Cycle Trades geht jetzt auch. Auch, Entschuldigung. Voll V. Womit ist man Voll V denn belegt? Ich. Hallo. Tschüss. Ja, die haben da nichts gegen. Die wissen ja, dass es denen besser geht. Das ist das Schöne. Okay. Carrots brauche ich ganz viele. Ich habe wieder keine Karotten. Warum habe ich wieder keine Karotten? Ach so, das liegt daran, dass die ganzen Dinger hier oben drin gelandet sind, ne? Ich hatte mir nämlich wieder versucht, hier eine Farm zu bauen. Hat jetzt minder gut funktioniert. Bin ich ehrlich. Gerade meine W-Taste nicht gefunden. Das ist schon irgendwie traurig. Als Gamer die W-Taste nicht finden. Weiß ich nicht. Als Output müssten dann eigentlich kleine Villager kommen. Irgendwann. Die Frage ist nur irgendwann. Das Schöne ist, wir können uns einen unemployten Villager hier unten schnappen. Ja, genau du. Alright. Und theoretisch können wir mit dem jetzt so lange traden. Achso, ich muss das Add davor setzen. Wir müssen mit dem so lange traden können, bis wir das haben, was wir haben wollen. Autotrader mache ich mal im Kurs. Okay, nein, das funktioniert so nicht. Was hätte ich denn gerne? Ja, was hätte ich denn jetzt mal gerne? Lektern. Oh, ich habe genau noch eins. Perfekt.
Ah, guck mal, Bibi Villager. Ja, perfekt. Ich tue den mal wieder hier in Auto. Oh, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Das ist schlecht. Ist egal. Denn wir haben ja ihn hier, der noch keinen Job hatte. Cycle Trail. Oh, er hat direkt Mending. Das wollte ich gar nicht haben. Ja, gut. Ja, du bist perfekt. Perfekt, wie du bist. Komm mal her. Okay, ich kann ihm also sagen, dass er immer... Halt warten, bis die ausgewachsen sind. Nicht hier ein Inkubator. Das müsste doch das sein, was ich dann dafür benötige, oder? Damit die Villager hier erwachsen werden. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Egal, wir werden ganz viele Baby-Villager haben. Mit ihnen können wir jetzt traden. Das ist schön. Wir haben endlich einen, der Mending hat. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Was gibt's noch? Ah ja, wir können auch... Farmer brauche ich nicht. Ah, normaler Trader. Ah, okay. Eisenfarm, die können wir natürlich auch noch mal eben machen. Brauchen wir zwar gar nicht, aber hey, was soll's. Theoretisch müsste das... Okay, da passt nur einer rein. Interessant. Lass mal eben kurz gucken. Okay, steht allein nicht erklärt, das ist ärgerlich. Müsste theoretisch schon noch funktionieren. Oder reicht, sagen wir mal so. Komm, wie Villager Hurts. Ja, das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, was ein Inkubator macht. Was ein Cheater, der ist hier über die Kante gelaufen. Theoretisch können wir dann nämlich sagen, dass er hier das ganze Eisen füllt. Ja, jetzt habe ich ein Baby-Villager hier rumstehen. Das ist nicht schlimm. Ah, es muss einmal Nacht werden, ne? Damit er sich hinlegt. Okay, ja, wir haben hier genug Baby-Villager, das ist schon mal gut. Tach! Das Achievement hatte ich noch nicht. Ach so, ein Baby-Villager muss ich töten. Okay, sagen. Ich habe schon mal einen Villager aus Versehen getötet. Okay, der Autotrader ist cool. Theoretisch können wir uns so viele Mending-Bücher holen, wie wir wollen. Der Inkubator, den verstehe ich gerade nicht wirklich. Ah, doch, ein Baby-Villager und dadurch wird ein richtiger Villager. Ah, ich habe ja doch ein Baby reingetan. Ah, verstehe. Okay. Wir könnten uns theoretisch eine Villager-Armee jetzt aufbauen. Das ist unser Trader, das ist okay. Ich werde mal eben kurz gucken, ob ich das automatisieren kann mit Pipe. Wäre leicht lästig. Komm, wir gucken das mal eben. Pipe. Das müsste ja dann ein Item sein.
das kann man ja produzieren. Ich brauche mal die Wrench, wie immer. Funktioniert, das wäre natürlich cool. Ja, okay, er macht das Falsche. Er macht den Output nicht da rein. Er macht den Input von hier rein. Das ist natürlich doof. Das möchte ich natürlich nicht. Wenn ich davon aber so ein... das hier mache, ne? Einfach nur sage Karotte. Blacklist. Ist jetzt geblacklistet? Mal gucken. Ah, oh, da ist ein Eisengolem. Cool. Das funktioniert schon mal. Da waren 3 Baby-Villager jetzt drin. Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Da haben wir 3 drin. Hier haben wir unten 2 drin. Wir müssen mal warten, ob das so funktioniert. Weil dann würde ich nämlich auch hier hinter Pipes jetzt gleich ziehen und die hier reinschmeißen. Drei Villager, hier sind noch nur 2 drin. Jetzt sind da wieder 3 drin. Lass mal eben kurz so. Nee, macht er nicht. Schade, die Baby-Villager können wir, den Breeder können wir ja nicht automatisieren. Das ist ärgerlich. Das hier könnten wir automatisieren. Das hier ist schon automatisiert. Das finde ich aber jetzt ärgerlich. Ja, in der Ruhe. Ja, die haben schon wieder ein Baby gemacht, das ist schön. Was wir natürlich machen könnten, ist uns natürlich hier eine riesen Eisengolem-Farm bauen. Oder Eisenfarm an sich bauen. Oh, falsch. Ich weiß nicht, ob das für Baby-Villager auch schon zählt. Theoretisch müsste es für Baby-Villager ja auch zählen, ne? Ich weiß nur, dass die ziemlich laut werden auch, irgendwann. Aber das wäre mir ja relativ egal sogar noch. Oh ja, so viel Baby-Villager hier. Ja, der Inkubator, der macht irgendwie gar nichts. Das ist ärgerlich. Das kommt weg, dann kann die Steinböcke kann ich hier wieder rein. Ja, so. So war schlau. So. Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis wir hier so ein paar Villager haben, die was gemacht haben und dann würde ich gleich nochmal melden. So, ich bin jetzt mal hier hingegangen und habe per Cyclic und Item Transfer Node die Eisenfarmen hier verbunden. Und ihr seht, klack, da sind 3 Rallen zugekommen, da ist nochmal 2 hinzugekommen. Damit wir die Drops hier auch vernünftig aufsammeln können. Holy shit, das waren aber jetzt viele Mobs. Außerdem habe ich hier noch mal ein bisschen dekoriert, ne?
habe den Boden ja nicht mal zugemacht. Ich habe ein paar modernere Lampen getan. Das einzige Problem ist jetzt, dass wir hier oben jetzt auch diese Lampen haben. Aber ganz ehrlich, das finde ich immer so schlimm. Weil auf dem Gebiet hier oben wollte ich sowieso noch was anderes hinmachen. Übrigens, ich habe gestern noch etwas Spannendes gefunden. Und zwar gibt es mehr als einen Drachen in diesem Spiel. Zack, jetzt haben wir zwei Dragon Eggs. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt, aber gibt es. Keine Ahnung warum, ist aber so. Hier haben wir wieder einen Villager drin. Hier sind auch Baby-Villager drin, deswegen können die sich nicht vermehren. Einer ist schon wieder neu. Ja, perfekt. Ah, das wäre ein Igor gespawnt. Achso, warte mal. Den wollte ich gerne anders stellen. Ich doch bestimmt hier auch noch eine Ecke. Weiß ich, baue gerade einen Lektor mit einer Spitzhacke ab. Das ist mir sehr wohl bewusst. Hätte der nicht auch ein Baby-Villager halten können? Ein Item. Oh Gott. Nee, lass mal. Das, wie sieht es mit dem großen Villager aus? Ah, ich dachte, er hält das vernünftig. Schade. Ah, jetzt kann ich den nichts um hin tun, ne? Wisst ihr was? Den schicken wir mal hier unten zu seinen Freunden. Wir haben hier ein paar weggenommen. Viel Spaß. Tschüss. Oh. Macht das immer ein zu viel. Ja, die Mob-Farm, die läuft. Das hier läuft jetzt auch. Das finde ich ganz gut. Das funktioniert sogar ohne Strom. Mich sehr freut. Wie sieht's hier aus? Produziert der noch Magma? Ja, okay, das macht er. 30.000, okay. Ja, Schleimlücke haben wir fast den Jumbo-Tank mit voll. Oh, der ist ja eh immer voll, der Tank. Dank ihm hier. Genauso wie der Tank immer voll ist. Das funktioniert auch weiterhin gut. Die Solidification Chamber, die wird damit auch immer gefüllt. Ja, Eisen kriegen wir jetzt auch neu, das ist schön. Weil hier kriegen wir ja keine Drops mehr raus, das ist das Ärgerliche. Theoretisch, wenn ich hier noch einen Farmer hinsetze, müsste der auch Drops produzieren. Stell ich mal kurz dahin. Und das testen wir mal eben kurz noch. Farmer. Müsste doch eigentlich funktionieren. Aber wir haben noch keinen ausgewachsenen Villager, ne? Ich überlege gerade, ob ich den von unten holen soll. Ich glaube, ich eben warten soll, bis hier einer fertig ist. Komm, den holen wir eben von unten wieder. Mitkommen. Wir tun ihm ja mehr oder weniger einen Gefallen. Ne? Er hat da unten noch keine Freunde gehabt. Dementsprechend. Item Output. Oh, das funktioniert sogar so. Das wäre ja cool. Dann könnte ich nämlich hier noch irgendwas freimachen. Solche Sachen, die wir gelockt haben. Finde ich ja cool. Ah, da ist wieder ein Igor. 3 Stacks plus 9. 24. Gucken, wie viel wir jetzt dazu kriegen. 4 wieder. Oh, aber kein Poppy. Keine Poppy kriegen wir. Das ist aber ärgerlich. Ja, ich habe aus Versehen einen Villager. Ich wollte noch einen mit dem Lectern machen, aber hat nicht so geklappt. Das war etwas ärgerlich. Gut, ich warte mal eben kurz noch mal, bis der hier fertig ist. Dann schauen wir mal, was der uns so für Items rausgibt. Bin gespannt.
Ja, ich habe mir nochmal eben kurz die Kommen weg angeguckt, weil ich stand hier, glaube ich, knapp anderthalb Stunden. Wieso? Ich habe hier noch ein bisschen was gemacht. Ich habe die Sachen jetzt hier vernünftig aussortiert. Ne? Da waren noch Sachen hinten in dem Barrel. Dem Barrel. Das habe ich noch aussortiert, habe ein bisschen XP hier noch gefarmt. Und ja, man muss ihm noch Samen geben, was er anpflanzen soll. Das wusste ich nicht. Jetzt habe ich es aber und jetzt haben wir eine automatische Wheat Farm und Weizensamen, also Weizenfarm und Weizensamen kriegen wir jetzt auch en masse erstmal. Das finde ich ganz gut. Die Jungs hier, das funktioniert auch super. Da ist der Output ein bisschen wenig. Die haben zum Beispiel gar keinen Bock. Ich weiß nicht warum. Die können gerade nicht wachsen, weil hier schon vier drinne sind. Ah, da ist wieder ein Eisengolem gespawnt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es sehr satisfying zu sehen, wie der in Lava ertrinkt. Sagen wir mal ertrinken. Hier. Kannst du das haben? Dann habe ich auch immer eine Ranch in der Nähe. Ah, der Sound ist nur ein bisschen nervig. Das muss ich leider zugeben. Ich finde den Sound extrem nervig. Ich weiß aber nicht, wie ich das irgendwie anders einstellen könnte. Ja, das, Freunde, so einfach kann man sich Villager züchten. Also, ja gut, ja doch, züchten, weil was anderes ist es ja nicht. Hier würde ich, glaube ich, noch einen Trader hinmachen, dann gucke ich mal, vielleicht so einen Fletcher. So ein Fletcher wäre echt cool. Ah, da würde ich, glaube ich, einen Auto-Trader rausmachen. Muss ich nur mal gucken. Müsste dann... Wir kriegen ja Sticks ohne Ende. Wenn ich irgendwie das hinkriege, dass ich die Sticks zu dem Autotrader kriege, da muss ich gleich mal ein bisschen... Ja, muss ich gleich mal ein bisschen probieren. Junge, der pflanzt aber ganz schön schnell die Sachen an. Die wachsen auch ganz schön schnell. Ja, auf jeden Fall so einfach kann man mit Villagern und der Easy Villagers Mod kleine Farmen bauen, kleine Trade-Stores aufbauen. Da muss man nicht immer erst in einem Dorf suchen oder so wie wir hier unten den richtigen suchen. Finde ich an sich ganz nett. Ach ja, und wir haben so ein leichtes Katzenproblem hier. Die backen aber überall rein. Die gehören mir auch nicht. Zum Beispiel hier die Katze, die hat sich in den Amboss reingebackt. Ich habe keine Ahnung. Oh, Schleim. Ich weiß wirklich nicht, was mit denen los ist. Ja, und aber damit bin ich für heute erstmal wieder raus. Sehr kleine, aber feine Folge. Wir haben uns ein bisschen um die Villager mal gekümmert. Die haben ja in den letzten, ich glaube, wie viele Folgen haben wir jetzt? 32, 31 Folgen so ein bisschen vernachlässigt. So ein bisschen. Schande über mich. Ich meine, gut, dass ich die jetzt mache, ist auch nicht unbedingt besser, aber hey. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Bleibt sauber, bleibt gesund, haut rein, tschüss mit Ö.